weil ich Zeit und Lust hatte, habe ich da mal wieder die Grabgabel ausgepackt und hier vor dem Gewächshaus beim Chaosbeet, sage ich mal, umzugraben. Ich habe hier auf der linken Seite jetzt von mir einfach umgegraben, viele verschiedene Sachen auch wieder mit eingearbeitet und auch schon was ausgesät. Hier rechts habe ich nicht umgegraben, da habe ich jetzt lasse ich einfach hier die Gründungen im Buchweizen stehen, weil die Möhren ja nicht geklappt haben. Und in dem Video zeige ich euch einfach mal, was genau ich hier an dem Beet jetzt gemacht habe, was ich da eingearbeitet habe und ja, wie das Umgraben ein bisschen ausgeschaut hat. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich hatte einfach mal Zeit und die Lust, habe mich 2 Stunden hier so ein bisschen hingestellt und tiefgründig umgegraben. Das habe ich mal gelesen in einem Buch, das ist so ein englischer Selbstversorger, glaube ich. Da kann ich mal ein Bild einblenden. Ging halt um die Selbstversorgung im Garten und da hatte mal ein Tiefkulturbeet vorgeschlagen. Also das heißt, dass man jetzt nicht nur eine Schicht mit der Grabgabel umgräbt und auflockert, also nicht nur hier so diese von der Länge diesen Zinken hier, sondern zweimal. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe zuerst mit der Grabgabel die Eimer umgegraben, also einmal so einen Zinken, habe dann die Erde zur Seite getan und dann habe ich dann nochmal reingestochen in diese Mulde sozusagen oder in das Loch, habe dann nochmal aufgelockert die Erde, also nicht mal ganz so komplett umgegraben, und da habe ich dann ja einfach alles nach und nach umgegraben, dann ein bisschen mit der Schaufel die Erde nochmal ein bisschen zur Seite auf der anderen gelegt und da ein bisschen Grünmasse, Gartenabfälle, Rückstände, auch Bokashi habe ich ein bisschen eingearbeitet. Das habe ich dann so in diese Mulden unten verteilt, damit ich da unten ja ein bisschen den verdichteten Lehmboden, den wir hier haben, auch wieder aufbessern, da mehr Lebewesen, Mikroorganismen mit ansehen und natürlich auch guten Humusboden mit aufbaue. Und das habe ich dann ein bisschen zugedeckt dann wieder. Und so bin ich dann auch die ganze Zeit vorgegangen, habe dann immer wieder tiefgründig die Erde aufgebrochen und einfach alles umgegraben, dann Erde wieder drauf gemacht. Und ja, normalerweise machen das viele ja mit einer Fräse. Ich habe halt keine Fräse, muss man sich halt mit der Hand zufrieden geben. Man muss halt sehen, was man da alles, wie man halt zurechtkommt. Und wie gesagt, das macht auch Spaß und ich denke, das werde ich auch bis ins ganz, ganz hohe Alter auch weiter so machen, weil ich finde das Umgraben wirklich sehr meditativ. Es macht mir auch Spaß und ist auch wirklich eine gute körperliche Ausgleich. Was ich auch lustig fand, ist, als ich dann später dieses Beet fertig hatte, habe ich hier Feldsalat ausgesät. Das kann man jetzt auch machen. Also Feldsalat für den Herbst, den habe ich jetzt für meine Eltern ausgesät. Ich weiß gar nicht, ist das eine breitblättrige Sorte. Und wie gesagt, ich werde ja über den Winter bin ich ja nie hier in Deutschland, sondern einfach primär für meine Eltern, die sollen auch was davon haben. Deswegen habe ich da den Feldsalat ausgesät, weil er natürlich auch entsprechend winterhart ist. Das ist jetzt ein Feldsalat, den man sowohl im Oktober bzw. September, Oktober setzen kann, als man dann im November und Winter ernten kann. Beziehungsweise kann man dann auch schon dann im Herbst als erste Kultur halt auch wieder, nicht im Herbst, sondern im Frühjahr gleich wieder mit aussehen. Und da habe ich halt ein bisschen, zuerst versucht habe ich die Samen ordentlich in Reihen zu machen und da dachte ich mir so, nee, ist mir dann doch wieder zu aufwendig und habe dann immer so in die Schüssel reingelangt, die Samen so rumgerührt, ein bisschen so vereinzelt rumgeworfen, weil es mir dann doch wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Und da ist schon wieder ein kleiner Flieger, bleibt im Video. Und das fand ich halt dann
Ja, es ist sowieso bei mir so, dass manche Samen vielleicht nicht aufgehen. Wenn welche aufgehen oder es zu dicht wird, dann ja, tue ich sie halt ein bisschen auslichten und pflücke mir halt ein paar raus. Aber grundsätzlich ist es halt auch nicht schlimm, wenn man jetzt ein bisschen dichter sät, kommen halt dann mehr raus, muss man da ein bisschen auslichten, ist ja auch nicht schlimm. Und wenn es halt dann nicht kommt, dann kommen sie halt nicht. Und dann habe ich hier noch, da wo ich jetzt hier gerade sitze, habe ich noch ein Brett ausgelegt. Einfach deshalb, dass halt wegen dem Brett man den Boden nicht mehr ganz so stark verdichtet. Wenn wir dann auf das Beet versehentlich rauflaufen, weil halt auf das Beet bzw. das Brett, wenn ich drauflaufe, mein Gewicht auf das ganze Brett ja, ausbreitet bzw. verlagert und da ist halt der verteilt sich halt sozusagen mein Gewicht auf eine größere Fläche und dann verdichtet sich der Boden nicht so leicht. Und was ich auch noch hier in dem Boden feststellen durfte, ich habe so viel Ackerwinde rausgezogen, also wirklich so tiefe Wurzeln. Und das ist halt wichtig, wenn ihr Ackerwinde auch habt. Also ist halt bei mir überall. Also das ist wirklich sehr meditativ und jahrelanges Vorgehen, um das loszuwerden, weil die Wurzeln wirklich so tief wurzeln, so fest sind. Und wenn man nur so kleine weiße Stücke übrig lässt, dann kommen sie auch wieder. Und ja, das ist jetzt so ein kleines Update hier für die Wintervorbereitung, auch für die Herbstvorbereitung, was man aussehen kann. Feldsalat ist jetzt so ein Beispiel. Spinat könnte man auch reinsehen oder Portulak. Aber kleines Update von mir. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Würde mich auch sehr freuen. Genauso freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit mir immer mehr Aufmerksamkeit mir zugute kommt, dass ja, der Kanal stetig weiter wachsen kann und auch natürlich sich mehr Leute finden, die mich und meine Arbeit unterstützen, damit ich es weiterhin für euch fortführen kann. Und sonst findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten auf der Webseite oder unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderbare und schöne Zeit. Genießt die letzten Spätsommertage, kann ich ja gar nicht sagen. Ich meine, genießt einfach die wunderbaren Tage noch, die letzten warmen noch, bevor es dann wirklich schon kühler wird. Und genießt natürlich auch eure Ernten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, hier mal so ein kleiner Wirsing bzw. Monster-Wirsing von meiner Fläche unten. Ist wirklich so ein Prachtexemplar. Darf ich auch ab und zu mal ernten und ich weiß gar nicht, ja, wie viel der überhaupt wiegt. Aber ich bin sehr zufrieden, dass ich auch solche Ernten machen darf und möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was mit der Permakultur alles machbar ist.